Hip-Hop. Jeder weiß, ich mache diesen Scheiß tip-top. Ich mache eine rap-technische Wartung, nämlich Pit-Stop. Viele folgen nur einem Trend wie Flip-Flop und wollen dann nicht mehr Rapper sein, weil ich Shit floppt. Dabei weiß jeder, zum Rappen ist doch die Persönlichkeit wichtig und das klingt doch wie ein Kick-Lock. Ich kick's auch, Baby. Das ist Hip-Hop. Mic check 1, 2, Flows mit Punchlines, L-B-O-T, Click und D-A-N-Y. Diese 1, 2, 3, Rapper vereint. Bringen Trouble, weißt du, was das heißt? Wir sind für Hip-Hop wie das Age für den Fixer, das Gras für den Kiffer, die Straße für den Sticher. Das heißt, ohne uns geht's nicht mehr. Das Game braucht neue Spieler, ich sag's euch immer wieder. Eure Lieder will niemand wie viele, aber keine Sorge, jetzt sind wir da. Einige können uns nicht verstehen, wenn sie sehen, wie wir zu Hip-Hop stehen. Wie wir zu Hip-Hop stehen. Sie sagen, hey, hallo, was geht? Ihr fühlt es zu extrem, wir fühlen es zu extrem. Einige können uns nicht verstehen, wenn sie sehen, wie wir zu Hip-Hop stehen. Wie wir zu Hip-Hop stehen. Sie sagen, hey, hallo, was geht? Wir fühlen es zu extrem. Für mich ist Rappen mehr als nur Sätze in einen Rhythmus zu bringen oder mit Gefühlen zu singen, zu klingen, erfolgreich zu sein, umringt von Gewinnen. Es ist mehr als das, es fühlt sich an wie verlassen vom Hass umgeben und meiner Leidenschaft befreit von der Last. Mittlerweile ist der Hip tot, aber der Hop zum Pop geworden. Top MCs klingen verdorben und Underground Rapper werden fraglich, machen sich Sorgen. Sie fragen sich, wie nennt sich unsere Musik morgen? Ich ticke und picke die richtigen Leute und entwickle aus ihnen eine Horde MCs. Nenne sie G.I.G. 24-7. D.A.M.Y. ist geblieben, wie er war, und tut er Musik lieben? Ja, na klar. Leute, Hip-Hop ist eine Art zu leben, wie jeden und jeden geben und nehmen das Optimismus anheben und für uns Rapper Ziele anstreben. Ich weiß, was ich bin Hip-Hop, Baby. Nennt mich Hip-Hop, Ladies. Einige können es nicht verstehen, wenn sie sehen, wie wir zu Hip-Hop stehen. Wie wir zu Hip-Hop stehen. Sie sagen, hey, hallo, was geht? Ihr fühlt es zu extrem. Wir fühlen es zu extrem. Einige können uns nicht verstehen, wenn sie sehen, wie wir zu Hip-Hop stehen. Wie wir zu Hip-Hop stehen. Sie sagen, hey, hallo, was geht? Ihr fühlt es zu extrem. Bonjour mon frère, bonjour mon frère. Wenn du noch nicht wach bist, dann steh jetzt auch mal fair. Hip-Hop und Gangs, Rap sind Unterschied, lass die Finger weg von den Sachen, die du nicht verstehst und demütigst die Hip-Hop-Welt. Darf ich eintreten? Nee, hier, das Tier wurde gerade blockiert. Nein, ich möchte in deine Wohnung eintreten. Wenn du nicht mal so etwas verstehst, wie willst du Hip-Hop verstehen, dann auch mir was erzählen? Nee, an alle möchte gerne, yep, möchte gerne. Forscht doch um Musik, bevor es als Hip-Hop verkauft, wenn es nervt, das richtige Hip-Hop überhört wird. Und es schmerzt, dass es nicht respektiert und anerkannt wird, das ist unfair. Den Gegenüber, den diese Musik falsch vermittelt wurde. Vielleicht würden sie es mögen oder lieben, wenn sie sich auseinandersetzen würden. Ich spreche aus eigener Erfahrung, ich habe Erforscht und hab Ahnung. Das war eine Warnung und Planung, euch meine SMS überzubringen. Einige und die erste können es nicht verstehen, wenn sie sehen, wie wir zu Hip-Hop stehen. Wie wir zu Hip-Hop stehen. Sie sagen, hey, hallo, was geht? Ihr fühlt es zu extrem. Wir fühlen es zu extrem. Einige können uns nicht verstehen, wenn sie sehen, wie wir zu Hip-Hop stehen. Wie wir zu Hip-Hop stehen. Sie sagen, hey, hallo, was geht? Ihr fühlt es zu extrem. Extrem. Einige können es nicht verstehen, wenn sie sehen, wie wir zu Hip-Hop stehen. Wie wir zu Hip-Hop stehen. Sie sagen, hey, hallo, was geht? Ihr fühlt es zu extrem. Wir fühlen es zu extrem. Einige können uns nicht verstehen, wenn sie sehen, wie wir zu Hip-Hop stehen. Wie wir zu Hip-Hop stehen. Sie sagen, hey, hallo, was geht? Ihr fühlt es zu extrem. Zu extrem.